I Phil Place fragt Pete Smeet, wofür seid ihr euren Eltern am meisten dankbar? So, wieder gesund, geduscht, den ganzen Krankheitsschmand entfernt. Und ich bin schon meinen Eltern dankbar für ein gutes Immunsystem, muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Aber ich bin ihnen vor allem dafür dankbar, dass sie mich zu einem mündigen, selbstdenkenden Wesen erzogen haben, was mit Toleranz gesegnet ist. Und ich glaube, das ist viel wert. Dann war es, glaube ich, noch ganz gut, dass ich ein wenig Ehrgeiz entwickeln durfte. Und dafür bin ich meinen Eltern auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dankbar. Meinen Eltern bin ich am meisten dankbar dafür, dass sie mich großgezogen haben, mich erzogen haben, so wie ich heute bin und dass es mich überhaupt gibt. Also es gibt so vieles, wofür ich meinen Eltern dankbar bin, aber so wie ich halt bin, mich erzogen haben und für all die Zeit und Nerven, die sie für mich geopfert haben. Boah, ich weiß gar nicht, womit ich da anfangen soll, wo ich meinen Eltern dankbar bin, eigentlich bei allem, ja. Sie haben mich aufgezogen, sie haben mich unterstützt in allen Entscheidungen bislang meines Lebens. Sie haben mich unterstützt während des ganzen Studiums. Sie haben eigentlich quasi mein gesamtes Studium selbst finanziert. Alles. Also ich kann... Ich bin einfach allen Sachen dankbar. Und am meisten bin ich halt dankbar, wie gesagt, dass sie mich geboren haben. Du hast schon so gelacht, als ich die Frage gestellt habe. Ja, ich bin meinen Eltern natürlich am meisten dafür dankbar, mein Vati und meine Mutti natürlich. Genau das ist auch mein erster Gedanke gewesen. Gott, die irgendwann mal gedacht Dank. Haben, boah, ich will mal so ein Kind haben. Und ich glaube, wenn die gewusst hätten, dass ich dabei rumkomme, hätten die gesagt, boah, nee, lass mal besser. Ja, dafür bin ich dir am meisten dankbar. Und dass die immer so verständnisvoll waren, weil das waren ziemlich häufig Fragen, wenn es darum ging, denen schlechte Noten beizubringen. Okay. Da war nie irgendwie Stress drauf. Generell bin ich für die komplette Erziehung, ehrlich gesagt, dankbar. Ich glaube, wir haben eine gute Erziehung. Ja, deswegen, ja. Ohne die wären wir ja nicht so, wie wir heute wären. Und deswegen so allumfassende Dankbarkeit für all diesen Shit. Nur bei Johnny bin ich mir manchmal nicht sicher, ob der Erziehung. Ja, allerdings. Oh, okay. Aber der ist auch ein Bauer. Oh Gott, jetzt haben sie direkt die ganzen Landwirte gegen mich. Tschüss! Was heißt Landwirte? Wofür ich meinen Eltern am meisten danke, dass sie einfach wunderbare Eltern sind. Ja? Trotz dessen, dass meine Eltern geschieden sind, ja, hat sich mein Vater dennoch bemüht, mich regelmäßig zu sehen. Damals habe ich ihn alle 2 Wochen gesehen, beispielsweise. Klar, ist nicht mega viel, aber dafür, dass er weit weg wohnte, für mich war es gut. Ja? Dafür, dass meine Mom, bei der ich aufgewachsen bin, so unfassbar viel Geduld mit mir hatte, egal was war, mir in der Schule geholfen hat. Ich insofern erzogen worden bin, dass ich eigentlich bin ich nie wirklich bestraft worden. Ich bin nie geschlagen worden. Ja, wo man vielleicht drüber schmunzeln kann, aber was heutzutage, wenn man etwas ernster jetzt mal wird, keine Selbstverständlichkeit ist, ja, was ich auch schlimm finde, aber das ist eine der Sachen, die ich Gott sei Dank in meiner Kindheit nicht erfahren musste, weil wir unsere Differenzen und Probleme immer mit Worten lösen konnten, mit Diskussionen. Denn klar hat es auch Tage gegeben, wo ich mit meiner Mama richtig gefetzt habe. Wir haben uns angeschrien, da war ich so 14, 15, aber das ist nun mal in dem Alter so. Klar hat es solche Momente auch gegeben, aber man hat sich immer wieder am Ende zusammengefunden und hat eine Lösung für das Problem gesucht. Und dass ich natürlich als Kind meine Freiheiten hatte. Ich hatte viele Freiheiten. Nichtsdestotrotz musste ich mich an Regeln halten, an die ich mich aber auch freiwillig gehalten habe. Also wenn es hieß, 22 Uhr bist du zu Hause, war ich um 22 Uhr zu Hause. Wenn es hieß, du bist um 0 Uhr zu Hause, war ich um 0 Uhr zu Hause. Einfach, weil ich es respektiert habe, dass ich Freiheiten hatte. Dafür gab es dann eben auch die eine oder andere Regel, die ich eben einhalten musste. So, und ich finde, das ist völlig, ja, sollte eigentlich so sein. Ja, wenn jemand um 22 Uhr zu Hause sein soll, heißt das nicht, dass ich jetzt um 23:30. Und wenn es einmal länger dauert, kann man ja anrufen. Insofern danke ich einfach für meine doch gute Erziehung, die natürlich die eine oder andere Macke hat. Ich bin Einzelkind, ich habe nie teilen gelernt, ich konnte lange Zeit nicht wirklich gut mit Geld umgehen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, jeder hat irgendwo seine Macken und ich finde, doch, ich bin schon ganz zufrieden.